Hallo zusammen, schön sind wir wieder dabei. Heute nehmen wir mit auf eine Wanderung auf den Chorberg von Appenzell. Die Wanderung geht von Appenzell bis in die Schwegalp. Sie ist knapp 15 km lang. Dabei läuft man 1100 Höhenmeter darauf und 550 Höhenmeter durchab zurück. Die ganze Wanderung dauert gut 5 Stunden. Die Wanderung fängt beim Bahnhof Appenzell an, wo gut von St. Gallen mit dem Zug erreichbar ist oder von Gurssau. Anschliessend geht es dann ein Stück aus dem Dorf aus und dann schon bereits der Ruf. Wie ihr seht, war es bei der Wanderung recht neblig. Es war sehr mystisch und hier oben sieht man das Nebelmeer. Die Wanderung geht am Anfang richtig solid. Häufig auch durch den Wald durch. Bei der Soleg hat es im Winter einen Skilift. Nach der Soleg geht es ein Stück durch den Wald durch, wo mit dank dem Nebel relativ mystisch ausgesehen hat. Am Ende vom Wald kommt man dann mit der Nationalroute Nummer 3 ab, wo ein leicht anderer Aufstieg ist. Der Rest vom Wanderweg geht dann auf die dritte Etappe vom Alpenpanoramaweg. Kurze Zeit später kommt man dann zum Gasthaus Scheidegg, wo man auch einkehren kann. Nach der Scheidegg geht es dann weiter darauf Richtung Chorberg. Da sind wir jetzt langsam über dem Nebelmeer. Es war zwar immer noch bewölkt, aber man hatte einen super Ausblick auf den Alpstein. Manchmal ist der Nebel wieder etwas höher hoch und dann wieder etwas weiter runter. Auf hier sieht man es jetzt schon relativ gut. Man hat auch schon richtig Sentis gesehen. Hier sieht man nicht sehr gut. Kurz darüber runter ist man dann auch schon auf dem Chorberg oben. Oberg oben hat man dann einen herrlichen Ausblick auf den Alpstein und auch bei schönem Wetter aufs Mittelland. Man hat es natürlich jetzt hier nicht so gut gesehen, wie es ein riesen Nebelmeer war. Es war schon speziell von der Lichtstimmung mit dem blauen Streifen hinten dran. Nach dem Chorberg fängt dann der Abstieg an Richtung Schwegalp. Wer nicht gerne runterläuft, kann natürlich auch mit dem Bähnli Richtung Jakobsbad runter. Beim Abgehen ist der Nebel wieder gekommen und wieder verschwunden. Es ist noch ein schöner Weg durch so einen schönen Wald durch, der zum Teil auch leicht sumpfig ist. Aber nicht so, dass man wirklich das Problem wäre auf dem Wanderweg. Und es hat um diese Jahreszeit auch viele Pilze, wie man jetzt gerade hier sieht. Schöne Fliegenpilze. Die ganze Wanderung ist ein einfacher T1er. Es hat beim Abgehen eine Stelle, die relativ breit ist, aber ein bisschen steil. Da muss man einfach gut aufpassen und im Idealfall hat man gute Schuhe dabei, was ich sowieso beim Wandern immer empfehle. Am Ende der Wanderung kommt man dann bei der Schwebebahn auf der Schwegalp an, wo man Sentis suchen kann mit dem Bähnli. Ich hoffe, ich habe mit dem Video einen guten Einblick in diese schöne Wanderung geben können, auch wenn das Wetter nicht gerade perfekt war. Falls das Video gefallen hat, würde mich einen Daumen nach oben freuen und ich freue mich auch immer, wenn du den Kanal abonnierst, um keine zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Danke und bis zum nächsten Video.